An einem so sonnigen Tag wie am vergangenen Samstag lud das Sport- und Kulturzentrum Pankow und das Wetter alle Sportinteressierten und deren Familien zum Tag der offenen Tür und zur Saisoneröffnung ein. Ich finde die Stimmung heute gut und man sieht auch, dass es hier allen viel Spaß macht. Mir gefällt es an sich sehr gut, weil man kann sich hier sportlich austoben sozusagen. Bei der Saisoneröffnung im Sport- und Kulturzentrum Pankow im Spock durfte man sich auf eine ganze Menge an Sportaktivitäten freuen. Auf den Tennisplätzen gab es für die Kids Tennismatches mit anschließender Siegerehrung, aber auch ein Schnuppertraining konnte sich hier klein und groß holen, während die ganz Kleinen ihre Power auf der Hüpfburg und auf dem Spielplatz rausließen. Liefen auf den Volleyballfeldern schon die 2 gegen 2 oder 4 gegen 4 Turniere. Auch für Fußballbegeisterte gibt es auf der Anlage ein Fußballfeld, welches die Kinder und Erwachsenen ausnutzen konnten. Wer denkt, das sei jetzt schon alles gewesen, der irrt sich gewaltig. Auch ein Bogenschießstand wurde auf der Anlage aufgebaut. Ich habe eigentlich nur Tennis gespielt, weil ich es noch nicht versucht hatte und es hat mir sehr Spaß gemacht. Mir gefällt heute hier gut, dass sie für die Kinder auch was haben, zum Beispiel die Hüpfburg und die Ringe. Nach so vielen sportlichen Aktivitäten in der prallen Sonne wurden Getränke ausgeschenkt, aber auch für den kleinen oder größeren Hunger zwischendurch wurde mit Grillspezialitäten gesorgt. Und so viel kann jetzt schon gesagt werden, es hat allen geschmeckt. Die Erwartung war einfach, dass wir genau das zeigen können, was wir haben und dass sie alle die Sportangebote, die wir haben, genießen können und dass es einen guten Start in die Saison gibt.